Heure Jod zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dodo Wars. Oder wie auch immer man das Dodo nennt. Wars gibt es übrigens, gell? Scheiße, stimmt, das haben die von Summoners Inn, ne? Ja gut, früher war es Dena Izzy gegen Max und Marcel, die erste Staffel. Also gegen Hand of Blood und Nintendo. Ach so, das ist gar nicht... Das war die erste Staffel, soweit ich weiß, ja. Hab ich gar nicht mitgekriegt. Okay, das heißt, Dodo Wars ist... Aber das haben die gerade wieder laufen, Dodo Wars, wenn ich mich nicht täusche. Kann man sich auch gerne angucken. Ist aber ein Arc, wenn ich mich nicht täusche. Ja, letzte Folge ist bei uns ein bisschen die... Fantasie mit uns durchgegangen. Doda Ganda losgegangen, ne? Also, oh, bitte, Katze. Du hast Redeverbot, bevor du wieder Monologkatze machst. Ich hab mir ernsthaft, also das Fenster war offen, sonst hätte ich letzte Folge wahrscheinlich noch das R gerollt. Glück, dass es offen war. Das wäre ein bisschen too much gewesen. Ne, wir reißen weiter brav die Mauer ab und fragen uns natürlich, ob Miri es mittlerweile geschafft hat, den T-Rex auch in die richtige Richtung, und zwar Richtung Dodos zu lenken. Ja, Richtung Wüste mit Raptoren ist der gegangen. Vielleicht sollst du mal hinterher. Vielleicht. In der Wüste gibt es immer noch keine Raptoren, Miri. Ja, richtig. Du sollst ja suchen, habe ich doch gesagt. Hörst du nicht zu? Doch, aber... Das ist deine Aufgabe. Ne? Du darfst erst wieder zurückkommen. Wir nehmen uns jetzt alle mal ganz arg in den Arm und haben uns alle arg in den Arm? Pix-Arg oder normales Arg? Arm, nicht arg. Ganz arg in den Arm, hast du gesagt. Ja, das habe ich auch gehört. Also jetzt Pix-Arg oder normales Arg? Oh. Dumm. Immer diese Dodo-Sympathisanten. Ich finde, wir sollten noch einen Dodo-Kindergarten gründen. Oh ja, süß. Das finde ich nice. Richtig nice. Bist du auch dafür, dass die ein Vulkan wären, die Städten dafür? Was willst du? Wie? In einem Vulkan, die Dodos? Wie in einem Vulkan. Ja, in einem Vulkan. Kleine unschuldige Baby-Dodos. Nein, ja, kleine gekochte Baby-Dodos. Das ist das, was ich möchte. Wir sollen das nicht Dino-Katzen nennen, sondern irgendwas mit Dodos, das Projekt. Das heißt ja auch nicht Dino-Katzen. No, Baloo nennt das Dino-Katzen. Ja, weil Blauli immer wieder vergisst, wie es heißt. Heißt die Dono-Katzen. Nein, das heißt nicht Dodo-Katzen. Das heißt auch sofort Dodo-Katzen. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Dodo-Katzen. Oh, yeah. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, Blauli ist nicht einverstanden. Ja, alles, was meine Freundin will. Krieg ich eine Dodo-Katze? Die bekocht mich, ich kann da nichts gegen sagen, weißt du? Kannst du schon, aber dann wirst du halt nie mehr bekocht. Ja, eben. Und die saugt zu Hause, weißt du? Das müsste ich dann auch noch machen. Nee. Hast doch die Katzen. Das ist das Gute, wenn man einen Hund hat. Man muss nicht mehr saugen, weil du schmierst einfach... Ja, das ist ganz einfach. Du brauchst nur so einen Schieber, also so ein... Wie nennt man das? Also, kennst du das aus dem Schwimmbad oder so allgemein von einem Pool, wo du das Wasser mit auf den Boden weiterschieben kannst? So eine Gummischiene ja, so unten an einem Stick? Ja, Flitsche heißt ja, okay, Flitsche. Das brauchst du und du brauchst Leberwurst. Das machst du einmal komplett über ein Parkett oder auch über also alles außer Teppichboden geht da. Und dann lässt du den Hund in das Zimmer und der leckt das alles sauber. Mit den ganzen Krümmeln. Na, der ja, nimmt halt die Leberwurst komplett mit. Auf den Boden. Ja, aber warum soll ich denn alles erst mit Leberwurst vollschmieren? Ja, der Hund das putzt. Da musst du nicht saugen. Der Hund geht da nicht hin und sagt, oh, guck mal, da liegt Staub, das esse ich jetzt. Du musst dem ja schon was bieten. Du musst dann nicht saugen, du hast dann Zeit gespart. Ja. Nee, so wollte ich das aber nicht, glaube ich. Ja, das ist mir egal, du machst das so. Nee, auf Schwaben soll man schon mal gar nicht hören. Jetzt wird hier geschwäbelt, jetzt ist Ende im Gelände. Jetzt ich, ne, also ich ische, deine Ische ist was weiß ich wo, aber nicht hier. Ich war. War. Ich war. Klingt entweder so wie ist war oder so ein bisschen nach einer Stadt aus Game of Thrones, so ich war. Oder ist was. Ich was. Ich war. Ja. Ich war. Was. Kann er nicht. Fress was, Boy, du wirst sonst zu dünn. Das hat mir noch keiner gesagt. Ja, danke, ich wollte es gerade sagen. Wir auch noch nicht, irgendwie. Verstehe ich gar nicht. Hättest du nicht vielleicht eher Lust, nur ein halbes Spanferkel allein zu essen? Miri verbietet mir mittlerweile, vernünftig zu essen. Vernünftig zu essen? Also, Brauli darf nicht mit Brille essen, sonst sieht er zu vernünftig aus. Darf vor dem Abendessen nicht irgendwas Leckeres essen? Was Leckeres? Warum ist denn das nicht? Ich glaube, du kriegst nichts mehr zum Abendessen. Weißt du, vor dem Abendessen und ich will mir noch einen Hanuta nehmen? So, nein! Nein, nein! Nein, nein! Katja hat sich ja jetzt Müsli-Riegel geholt, weil ich ja in letzter Zeit so oft vergessen habe, zu essen.
dass ich dann, hilft? Ja, gegen so Vergesslichkeit hilft das? Das Problem essen? Ist sonst, wenn ich Hunger hab, dann gucke ich halt, weil ich nichts da hab oder sonst nichts da hatte, dass ich dann irgendwie was bestelle oder irgendwas essen gehe. Und ich hatte halt davor dann immer noch die Sachen fertig zu machen, hatte dann immer extrem Hunger und hatte auch Magenknurren. Es gab manche Folgen, da musste ich meinen Magenknurren rausschneiden. Das ist schon eine, weil dass du peinlich bist, ne? Das ist gemein. Habe ich einen auf. Auf jeden Fall war ich dann gestern einkaufen und habe mir noch ein paar Müsli-Riegel mitgenommen. Ich habe aber auch gerade noch Lasagne-Spätzle, Schupfnudeln, Burger-Patties und Burger da. Ja, ich meine, wir nehmen ja bald auch ab zusammen, ne? Ja, muss noch mal auf die Glocke hauen. Naja, wir nehmen auf jeden Fall zusammen ab, ja. Blauli, wo ist die wo ist die Zeugzeugkiste? Ich heiße Balui, was? Wo ist die Zeugzeugkiste, Blauli? Es gibt jetzt keine Zeugzeugkiste. Komm mit. Zeugzeug. Wo bist du? Ja, bei dir in deinen Kisten. Ja, da musst du jetzt, musst sagen, lies doch einfach, steht doch dran, was wo drin ist. Ich schmeiß alles in die hier. Nein. Katze. Oh nein, ist das etwa scheiße, wenn jemand ständig irgendwelches Zeug in Kisten wirft? Das kann ich was mir gar nicht vorstellen. Was willst du denn jetzt da? Du wohnst nicht mehr hier. Was, das kann ich mir gar nicht vorstellen, dass das total scheiße ist. Was meint die Katze? Ja, alles in eine reingeworfen. Katze, bist du echt dumm? Nein. Ich weiß ab sofort, in den Welchen muss ich die Kisten nicht mehr machen. Das macht Balui, der hat jetzt Erfahrung da drin. Dirt and Rock. Miri, weißt du, ich kann da nichts für, wenn du dich nicht durchsetzen kannst. Das ist doch nicht meine Schuld jetzt, oder? Doch. Ja, wie doch? Soll das schon wieder? Nee. Du hast ja gerade dich angeboten, dass das jetzt deine Schuld ist. Also ist das jetzt deine Schuld. Lauli, ich will dich jetzt nicht unbedingt hintergehen, aber sie hat recht mit dem, was sie gerade gesagt hat. Hat sie denn gesagt? Ich habe nicht zugehört. Tja, das ist dein Problem. Ich habe Miri der eindeutig zugehört und ihr nicht einfach nur recht gegeben, weil sie irgendwas gesagt hat, um davon abzulenken, dass ich die Todes am liebsten essen würde. Ja. Ja, aber wenn man aus Dodos was Leckeres kochen könnte, ne, dann würde ich auch kann drüber nachdenken. Doch. Ja, nee, nur dieses scheiß Fleisch, das kann man ja aus allem. Was Unikates, weißt du? Du kannst das aus Dodo, zum Beispiel den Dodo-Burger. Das hört sich nicht lecker an. Also man kann aus Dodo-Eiern was Leckeres kochen, aber... Ja, aber Omelette kann ich auch aus allem anderen machen. Ja, aber Dodo-Omelette... Ja, aber könnte Miri nicht die sag mal, Miri könnte doch theoretisch jetzt Dodos züchten, ne? Hochzüchten, oder? Ja, wenn sie ein Männchen und ein Weibchen hat, können sie Dodos züchten. Dann müsste sie keine mehr zähmen, sondern einfach ausbrüten lassen. Miri, mach das doch mal, dann können wir das Züchten üben. Ich weiß nicht, wie das geht. Ja, frag mal Katze, der hilft dir bestimmt dabei. Nee. Also, du gehst auf den Dodo, gehst dann drauf und dann steht da irgendwo Release. Und wenn du den freigelassen hast, dann sagst du mir Bescheid, weil dann ist er wieder angreifbar. Dann zeige ich dir mal kurz mit einem Pfeil und Bogen, wo ich ihn hinschieße. Komm, Miri, ich helfe dir beim Breeden. Wir breeden jetzt. Okay. Wie geht das denn, Katze? Brauchen wir da irgendwas Besonderes du für? Du musst die auf Wandern stellen. Also, wenn du musst ein Männchen und ein Weibchen haben und musst das Männchen und das Weibchen auf Wandern stellen. Hallo. Am besten nimmst willkommen du das höchstlevelste Männchen und die Weibchen kannst du einfach alle nehmen. Und das hier ist da droppt dann ein befruchtetes Ei raus. Also die Weibchen auf... Wo steht denn, ob es Männchen oder Männchen und Weibchen, beide auf Wandern stellen. Aber, das, aber dann laufen Weibchen, die durch die Gegend, gell? Ich habe hier ein Männchen mit Level 13. Ist das hochlevelig? Enable Wandering. So, hier, das Level... Nein, Level 3 ist natürlich scheiße. Disable Wandering. Nee, du bist zu dumm. Weibchen bei allen. Nur Männchen nimmst du das höchstlevelige. Okay. Hier, Miri, das Katze ist doof. Das ist Level 2... Da ist Level 13. Was haben wir denn? Haben wir irgendwo richtig cool hier so ein hohes Leveliges? Das hier. Miris Argentavis. Das ist Female. Nee, das ist dann egal. Richtig. Ja, du musst also alle Weibchen musst du schon mal auf Wandern stellen. Was ist denn hier mit Fies? Der ist Level 42. Das ist ein Male. Gut. Und den musst du auch auf Wandern stellen. Ansonsten alles gut. Alle Females auf Wandering und ein Male. Genau, das höchste Male. Wie stelle ich das um? E gedrückt halten und dann gibt es unten links in der Ecke Enable Wundern. Du hast hier auch fast nur Female-Weiber. Was ist denn da los, ey? Frauen ziehen Frauen an, oder? Anscheinend brauche ich ja nicht so viele Männchen. Ja, und wie lange brauchen die jetzt, um Liebe zu machen? Und jetzt? Was passiert siehst du dann bei manchen von denen, wenn die jetzt in der Nähe voneinander sind, dann gehen die, Ja, der Typ hier, der... Dann geht das nach oben und dann hast du ein befruchtetes Ei, was da nach einer Zeit rauskommt, wenn das... Wo ist denn jetzt hier? Das ist fies? Das ist fies, ja. Ja, du musst natürlich auch Weiber in seine Nähe stellen, so funktioniert das nicht. Ja, weil er nur... An Weibern. Oh, das ist ein Männchen, oh. Im Idealfall nimmst du sogar die ich vollgestopft habe mit Schmelzen.
Weil die sich nicht mehr schnell bewegen können. Dementsprechend laufen die nicht so schnell auseinander. Weil die halt durchs Wandern durch nach hinten, links und rechts laufen. Wo ist Fies hin? Wo ist das Männchen hin? Hier. Ich hab ihm weit. Ja, aber wenn er 15 schmelzen, aber dann wandert er auch nicht mehr, Miri. Die wandern überhaupt nicht mehr, weil Katze da Schmelzen reingepackt hat. Ja, aber ganz kurz, die müssen nicht wandern, die müssen nur auf Wandern stehen. Die Schmelzen drin erfüllen in dem Fall sogar so einen positiven Aspekt. Und zwar, sonst laufen die aber nämlich die ganze Zeit im Kreis. Ja, aber dann laufen die in Miris Gehege im Kreis, das tut doch keinem weh. Der die soll doch Liebe auch übers machen Gehege mit dem raus. Nee, können die nicht. Da! Er hat ein Ei gelegt, er hat gekackt. Oh Mann. Fast nah dran. Im Prinzip hat er ein Ei gelegt. Nee. Doch, da ist ein Dodo-Ei, Miri. Aber das ist, glaube ich, schon älter. Hier liegt doch ein Dodo-Ei. Das müsste rot leuchten. Müsste ein befruchtetes Dodo-Ei sein, oder? Das leuchtet dann rot, oder wie? Ja. Das ist nicht befruchtet. Aber das ist aber wohl... Warte, das kann man noch scannen. Kann man nicht. Oh, fies. Aber woher weiß man dann, wann es fertig ist? Weil das davor ein Bar hat, also eine Leiste, die hochgeht. Und wenn die dann hochgegangen ist, dann geht die hoch. Dann sieht man das ja. Okay. Hast du auch Bären mitgebracht für die Dodos zum Fressen? Ich? Nein. Bären musst du... Nimm den Triceratops und... Aber als Opfergabe. Die Opfergabe. Für die Dodos, wenn du schon hierher kommst. Moment, ich hab dir gerade gesagt, wie du deine Dodos vermehren kannst. Das war schon Opfer genug. Und sag, ruf mich wieder, wenn Ei da ist. Ich gehe wieder. Warum ist der Trike? Ach, egal. Der wohnt doch jetzt hier. Ja, der wohnt hier. Ja, gut. Na dann. Geh mal die Schmelzen bei Katze in den Graben schmeißen. Hast du mir eine hier gelassen? Lolli, du kannst die Schmelzen nicht platzieren. Hier ist keine Struktur in der Gegend. Brauchst du gar nicht erst versuchen. Ich wusste nicht, Miri, dass du eine Schmelze behalten willst. Ich hab ja keine. Ja, sorry. Eine brauche ich aber nur. Hey, das ist ein wilder Dodo. Cool. Hier, ich droppe jetzt eine, warte. Warte, den kann ich nochmal splitten. Eins. Hier, bitteschön. Wo? Da links, hier. Ach hier. Dankeschön. Viel Spaß damit. Dankeschön. Deinem Hasi geht's übrigens auch gut. Den fütter ich nämlich auch mit durch. Da hättest du Bären mitbringen können für deinen Hasi. Ja, ich besorg dir. Ach, du hast doch den Trike hier, hol doch eben. Was macht Katze hier? Nein. Wie nein. Danke, Dodos. Wer von denen ist denn derjenige, der wandert, der Männer, das hier, oder? Der ist Fies, genau. Aber der paart nicht. Warum nicht? Ich weiß es nicht. Er müsste eigentlich paaren. Also du müsstest eigentlich hier dann jetzt die Anzeige dafür haben, dass er sich paaren kann. Warte mal. Aber er will nicht. Liegt das daran, dass zu viele in der Nähe sind? Zu viele Frauen? Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich bin überfordert. Angeschalten, ja. Los, mach! Ja, anscheinend. Vielleicht kann man keine Dodos paaren mehr hier in Pixar. Wie? Warte mal, Pixar. Sei nicht dumm. Dodo. Das würden die nicht wagen. Die würden doch nicht verbieten, dass man Pixar nicht Dodos nicht vermehren kann. Kann sein, dass die das machen. Aber warum? Logisch verstehe ich nicht. Da steht halt nichts, ob die mateable sind. Tame. Ich sehe es jetzt gerade nicht, ob die mateable sind. Taming sehe ich, natürlich nur Trivia. Ich sehe nicht, dass die mateable wären, Leute. Kann sehr gut sein, dass die nicht mateable sind. Das weiß er aber nicht, er vermutet gerade nur. Ja, normalerweise steht aber im Wiki dran, wenn die mateable sind. Ne? Hast du gerade meinen Pteranodon mitgenommen? Nein. Miri, warst du das? Natürlich nicht. Ach, du warst das, okay.
Miri, da sind doch ohne Ende Bären noch drin in deinem blöden Bärentrog. Ja, aber du musst doch trotzdem welche mitbringen für die Gemeinschaft. Ja, ich hab hier Narco-Berries und viel Spaß damit. Nicht Narco-Berries, bist du dumm? Das sind meine. Wieso ist hier spawnt hier drin einfach eine Fiomia? Was zum Geier? Weil der Spawn nicht blockiert ist mit einem Foundation. Wahrscheinlich. Ach so, Miri muss Foundation am Boden bauen. Na gut. Und was Foundation sind die Dinger? Foundation ist dieser Boden, die Bodenplatte aus deinem Haus. Genau. Aber den kann ich doch nicht überall hinbauen. Kannst du überall als Bodenersatz hinbauen. Ja, aber wie kacke sieht denn das aus? Nicht in deinem Garten. Geht darum, dass die in einem Radius von Foundations in normalem Ark nicht spawnen. Ich weiß halt nicht, wie es hier jetzt aussieht. Bei mir ist es direkt neben dem Haus gespawnt. Ja. Okay, das ist dann wahrscheinlich einfach nur dämlich gemacht hier. Da. Aber muss nicht jemand was machen? Theoretisch. Muss ich was machen? Ja, nee, wer hat denn die Folge angefangen? Du. Ja. Gut, Leute, dann hoffen wir sehr, euch hat die Folge gefallen. Ich komme morgen wieder, gibt es die nächste Folge von Dino Pigs Ark. Pigs Ark. Dodo-Katzen. Mit Miri-Katze und Items. Und ja, wir hoffen, dass es euch gefällt und ihr habt immer noch Spaß dabei, wie wir das hier so machen. Könnt auch gerne mal einen schönen Kommentar da lassen und so, wie ihr das im Moment findet und was ihr an unserer Stelle jetzt weitermachen würdet, damit wir ein paar krasse Dinos kriegen. Ansonsten danke fürs dabei sein, kauft Dodo-Merch und bis dahin macht's gut und bleibt schön feurig. Jo. Throw your cranes up.